Ganz ein anderer Punkt zum Verkehr ist noch etwas, was mich sehr fasziniert hat. Sie haben gefordert, dass man mit GPS-Sender präparierte Velo aufstellen von der Polizei aus, zum Velodieb verwischen, weil ja sehr viele Velos geklaut werden. Wo stehen wir dort? Kommt das jetzt einmal? Ja, also da ist es so, es geht natürlich nicht um einzelne Velodieb, sondern es wird darum gehen, dass man Velodieb-Banden könnte ausfindig machen und dann das Handwerk legen, weil das ist vor allem das Problem. Sie fragen mich, wo das ist. Ich glaube, das ist in die Tiefe von der Traktandenliste vom Gemeinderat im Moment verschwunden. Wir haben im Moment viel zu viel Geschäft und da geht es bis zu 3 Jahre, bis die Geschäfte überhaupt im Gemeinderat zur Besprechung kommen. Und wir sind jetzt seit 2,5 Jahren im Gemeinderat. Ich gehe davon aus, dass das vielleicht in einem Jahr dann drankommt zur Besprechung. Noch ein Punkt zum Velo. Sie haben, also GLP hat zusammen mit anderen bürgerlichen Parteien das Budget zurückgewiesen und Sie haben müssen bei der letzten Budgetdebatte erklären, warum man bei Velowegen einsparen soll. Jetzt, wenn Sie mir vorhin Ihre Vision erklärt haben von der eigentlich praktisch autofreien Stadt, wie fühlt man sich denn da dabei? Also ist mir nicht so schwer gefallen, weil das Problem, das wir haben in der Stadt, ist, wir hätten zwar genug Geld für Velo, aber wir haben Projekte nicht, die wir realisieren können. Der Stadtrat hat Angst davor, richtige Velowege zu machen. Das Einzige, was er im Moment macht, ist, er tut ein bisschen Farbe auf die Straße pinseln und hat das Gefühl, mit dem hat er dann ein Velowegsystem gemacht. Ist nicht ganz das, was wir darunter erwarten. Wir haben das Gefühl, es bräuchte andere Massnahmen und es geht wahrscheinlich nur in dem, dass man den Raum neu verteilt zwischen Auto, Velo, Fußgänger. Und da wird es wahrscheinlich schon so sein, dass der Autofahrer muss noch ein bisschen Platz abgeben muss, sei es, dass Straßen nur noch in eine Richtung gehen oder dass Parkplätze aufgehoben werden. Nur so kann man wirklich anständig Platz für Velofahrer machen. Ich habe sehr oft das Gefühl, es gibt gewisse Widersprüche bei den Grünliberalen zwischen der Stadtpartei und der kantonalen Partei. Jetzt, Sie, Herr Planta, Sie sind in vielen Fragen recht rot-grün orientiert und stimmen mit der Linken oft überein. Und Ihre Parteipräsident, Herr Bäumle, hat man manchmal das Gefühl, ist eher SVP mit einem grünen Anstrich. Und in einer Diskussion, in der ich kürzlich war, ist er als grüner Bonsai-Blocher betitelt worden. Was sagen Sie dazu? Also, das kann man sicher so nicht sagen. Also, ich würde auch nicht sagen, dass ich eher rot-grün bin. Es gibt sehr viele Themen, wo ich und die Partei sehr bürgerlich ist. Also, der Wohnbau ist eines, wo wir sicher nicht rot-grün sind. Verkehrsprognose sind wir rot-grün. Aber zum Beispiel, wenn es um Finanzen geht, sind wir ganz klar eher bürgerlich. Und es kommt einfach extrem darauf an, was für Geschäfte das anstehen. Wenn bei uns eine Verkehrsdebatte ansteht, dann sind wir natürlich im tiefsten rot-grünen Ecke. Wenn eine Budgetdebatte ansteht, dann sind wir auf der bürgerlichen Seite. Und so sind halt einfach die Themen auch zwischen Gemeinde und Kanton ganz unterschiedlich. Also die Verkehrsthematik ist bei uns viel präsenter als jetzt zum Beispiel auf dem Kanton. Bundesebene kenne ich jetzt zu wenig. Ich weiß einfach, dass der Herr Bäumle keine Berührungsangst hat mit den Bürgerlichen, aber das haben wir auch. Sie versuchen ja, die Links-Rechts-Achse ein bisschen auszublenden. Wie schafft man dann den Spagat zwischen links und rechts? Also es ist wirklich, wie soll ich sagen, es ist für uns völlig natürlich und kein Problem. Es ist halt auch je nach Thema sehr unterschiedlich. Und logisch, Verkehr, da sind wir auf der grünen Seite und bei den Finanzen sind wir auf der bürgerlichen Seite. Ist für uns an sich wie selbstverständlich. Es ist für uns komisch, dass das für die anderen Parteien so schwierig ist, dass man, ich sage jetzt einmal, sachorientiert einfach kann politisieren. Dann, es kann ja sein, dass es für die anderen Parteien schwierig ist, aber mal so ein bisschen aus der Sicht des Wählers. Es hat ein relativ grosses Segment, gerade in der Stadt, von urbanen Leuten, linksliberalen Wählern, die sich vom Freisinn nicht richtig abgeholt fühlen, wo die SP in Wirtschaftsfragen zu links ist. Dort haben wir eigentlich gehofft, mit der GLP käme jemand, der das Segment würde abdecken. Der Punkt ist aber der, wenn man schaut, was der Herr Bäumle macht, das ist wirklich, hat man oft das Gefühl, ist grün anbinsen die SVP und im Grunde genommen sind sie einfach verschiedene Parteien. Je nachdem, ob man für den Bund wählt, ob man für den Kanton wählt oder für die Stadt wählt. Ja, nein, das glaube ich, kann man so wirklich nicht sagen. Es ist jetzt einfach gerade, auf Bundesebene ist zum Beispiel das Ausländerthema. Das Europathema ist eines der
von den grossen Themen. Das Thema findet in der Stadt viel weniger statt. Vielleicht auch miteinander noch. Werden wir doch mal konkret. Ich meine, wo es darum gegangen ist, dass man die Einbürgerung verschärfen soll. Im Kantonsrat war die GLP dafür und sie in der Stadt sind dagegen gewesen. Ja, das ist korrekt, aber dort ist es tatsächlich so, dass wir aus der Stadt eine andere Optik haben. Wir haben ein anderes Ausländerproblem. Wir haben vielleicht mehr das Bedürfnis, integrativ zu arbeiten. Und das ist vielleicht auf dem Land tatsächlich ein bisschen weniger. Eben, also es ist eine andere Partei, es ist nicht die gleiche Partei. Positionen, Sie sagen Optik, aber das heisst, Positionen sind nicht die gleichen. Es ist einer von den Bereichen, wo man sicher einen Unterschied zwischen Stadt und Land spürt, aber den Unterschied haben sie in jeder anderen Partei auch. Eine SP ist in der Stadt eine andere Partei wie im Kanton. Ich glaube, das ist normal, dass man den Stadt-Land-Konflikt ein bisschen hat. Aber der Kanton ist ja nicht einfach nur Land, da gehört die Stadt auch dazu. Und ich sehe also bei der SP nicht so viele Widersprüche wie bei der GLP. Ja, also bei der GLP, da sehen Sie jetzt in dieser Detailfrage zu der Integration, haben Sie das jetzt vielleicht gesehen. Es ist auch darum gegangen, wie viel Geld Asylbewerber sollen genau bekommen. Also, aber da ist es darum gegangen. Auch noch schnell konkret, oder ist es darum gegangen, dass man beim GLP in Bern gefordert hat, dass statt Sozialhilfe nur noch Nothilfe gewährt wird. Genau. Und die Stadtpartei sieht das anders. Die Stadtpartei hat das anders gesehen und sie haben ja unterdessen sogar mitbekommen, dass das die Nationalpartei auch anders sieht. Also es ist durchaus so, dass eine Stadtpartei einen gewissen Einfluss hat und dass man Positionen wieder hat können vereinen. Also es sind wirklich für mich Ausnahmen, wo es nicht ganz übereinstimmt. Bleiben wir mal schnell bei Ihnen, der linksliberalen GLP. Ein Thema, das momentan sehr diskutiert wird im Zusammenhang mit Ausländern, sind tunesische oder nordafrikanische Asylbewerber, von denen es heisst, ein ziemlicher Teil werde kriminell. Wie sehen Sie das und was müssen wir machen? Also wichtig ist, dass wir nicht als linksliberal bezeichnet werden. Also wir sind sicher gesellschaftsliberal, wir sind auch liberale Wirtschaftsfragen. Aber ob es das als linksliberal ist, das würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dazu machen. Gut, dann zu den Tunesiern und den Nordafrikanern. Also dort ist es so, ja, die haben eine andere Mentalität, wie wir uns gewöhnt sind von anderen Asylbewerbern. Aber ich möchte erinnern daran, dass wir schon früher viele Probleme gehabt mit Asylbewerbern. Wir hatten immer Probleme gehabt, es waren einfach andere gewesen. Und für mich ist das Verhältnis jetzt noch nicht irgendwie so katastrophal, dass man da von einem Riesenproblem redet. Wir haben einfach eine Aufgabe und das ist, die Asylverfahren schneller durchzubringen. Das ist alles, was wir machen können. Und die Leute, die Asyl verdient haben, die müssen wir möglichst schnell integrieren. Und die, die kein Asylrecht haben, die müssen wir möglichst schnell wieder zurück. Sie haben vorhin Stichwort gebracht, gesellschaftsliberal. Wie sehen Sie, dass die Polizei sagt, sie braucht mehr Stellen und hat Zeit, in der Bäckeranlage Leute ein Reihenverbot zu teilen, weil sie dort ein Bierchen trinken? Richtig oder falsch? Falsch. Falsch, alles klar. Das passt dazu. Sie sind ja die einzige Partei, die dagegen war, dass man, vielleicht auch noch, dass man der Polizei 15 Stellen mehr gibt. Ja, das ist korrekt. Also wir sind auch nicht der Meinung, dass wir jetzt ein enormes Sicherheitsproblem haben in dieser Stadt. Es ist natürlich wichtig, dass wir genug Polizisten haben, dass die auch nicht irgendwie die ganze Zeit überarbeitet werden. Aber wir sind dagegen, dass man Polizisten braucht, sei es um Leute aus der Bäckeranlage einfach wegzuweisen oder aber auch für Fußballspiele. Dort sehen wir eher Potenzial, dass man die Polizei entlasten könnte. Ja, wir sind gehört zu den wenigen, die uns getrauen, damit auch Nein zu sagen, wenn es darum geht, neue Polizisten einzustellen. Okay, das würdest du nicht die Landpartei anders sehen, nehme ich auch. Das weiss ich nicht. Was momentan eine aktuelle Frage ist für die Stadtpartei, es ist möglich, dass der Finanzvorstand voll wieder zurücktritt, es wird eine Vakanz geben. Man hat gehört, die GLP will antreten. Jetzt, wie ist das Verfahren, um herauszufinden, wer der Kandidat wird? Ja, also zuerst müsste es eine vakante Stelle geben. Und dann könnte unsere Findungskommission in Einsatz kommen. Und dort fängt eigentlich der Prozess schon an. Man hat alle Kreise angefragt, wer dann in die Findungskommission wette. Und das wird ein kleines Gruppe sein von 5 Leuten, die aus diesen Bewerbungen ausgewählt wird vom Vorstand. Und die haben dann den Auftrag, auch Kandidaten zu suchen. Also man schaut dann, wer sich bewirbt. Mm-hmm. Aber vielleicht sind das nicht so viele und vielleicht
die man will. Und dann müssen die schauen, dass man genug Kandidaten findet, wo sie im Vorstand kann zeigen. Und der Vorstand wird dann wohl 3 bis 5 auswählen, die dann an einer Mitgliederversammlung sozusagen antreten müssen zu einem Duell, zu einem Rededuell, und dann durch die Mitgliederversammlung entscheiden. Was würden Sie sagen, sind Kriterien, die es braucht für jemanden, der Stadtrat könnte werden? Ja, also für mich steht natürlich weniger jetzt irgendwie eine wahlkampftechnisch geeignete Person im Vordergrund, als auch jemand, der tatsächlich eine grün-liberale Politik macht. Das wird für uns entscheidend sein, weil der Mann oder die Frau, die wird dann mehrere Jahre unser Gesicht in der Presse sein, und die Positionen, die sie vertritt, die werden dann auch für die GLP stehen. Und insofern ist für mich die politische Grundhaltung entscheidend für die Person. Gibt es noch etwas anderes, was es braucht für einen Stadtrat, oder ist es noch wichtig, dass der auf Linien ist? Nein, es gibt natürlich viele Sachen, also es gibt enorm viele Sachen, die wichtig sind. Klar, wenn es mal so gibt, was sind die 4 wichtigsten Kriterien? Eins haben wir schon. Also ich finde, er muss kommunikativ gut sein, er muss können seine Positionen erklären, er muss aber auch teamfähig sein, einerseits für den Stadtrat, andererseits aber auch für die Fraktion. Also mir ist natürlich extrem wichtig, wie er da mit der Fraktion zusammenarbeitet. Und er muss neue Ideen bringen können und auch durchsetzen. Also das wird extrem wichtig und wahrscheinlich auch schwierig für einen einzelnen Grünliberalen in dem Stadtrat, mit neuen Ideen zu kommen und die auch durchzusetzen. Was ich ein bisschen vermisse in Ihrem Kriterienkatalog ist, dass jemand auch verwalten kann oder führen kann. Es ist doch so, dass man dann zum Teil hunderte oder tausende von Mitarbeitern hat. Richtig, Voraussetzung. Jemand muss können führen. Er muss können motivieren, er muss können die richtigen Leute auswählen, die richtigen Leute anstellen. Und muss auch schon geführt haben, mit einem Betrieb oder wie? Ja, ich würde mal sagen, es ist sicher einfach, wenn das jemand ist, der die Erfahrung hat. Ist wahrscheinlich schon fast ein Muss. Alles klar. Hätten Sie die? Ich denke, ich hätte die. Wo haben Sie geführt? Ich führe jetzt hier, wo wir sitzen. Wir sitzen bei der Altsturm. Sie führen was genau, sagt sie, also schnell sie genau. Also nein, wir sind jetzt beim Schweizerischen Verein vom Wasser- und Gasfach. Mhm. Und da leite ich den Bereich Gas. Und wir sind zuständig für die Reglementierung schweizweit, was sicherheitstechnische Aspekte sind von Leitungen. Alles klar. Die anderen Kriterien, die Sie vorher aufgezählt haben, erfüllen Sie ebenfalls alle. Das heisst, Sie sind eigentlich die Kandidat, das ist ja so nicht. Ja, ich denke jetzt mal, ich habe eine politische Position, die sicher dem entspricht, was die Grünliberalen in der Stadt Zürich ausmachen. Ich würde sicher gerne so etwas machen, muss allerdings sagen, ich habe auch noch Familien. Die haben Sie schon gefragt, haben Sie diskutiert mit Ihrer Frau? Wir sind am Diskutieren. Ich kriege im März ein zweites Kind, also meine Frau kriegt es, aber ja. Wir werden schauen, was das bedeutet. Ich kann heute noch nicht sagen, ob ich wählen will. Also mal, ich würde Stadtrat werden, aber ob es wirklich auch sinnvoll ist, das weiß ich noch. Das ist eine typische Schweizer Politikerantwort. Von der wünsche ich mir viel Glück mit dem Kind und bei der Stadtratskandidatur. Vielen Dank. Ja,